Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag. Auf unserem Weg durch die Musikgeschichte kommen wir jetzt tatsächlich ans Ende. Ich konzentriere mich bei der Moderne vor allem auf die klassische Moderne und da vor allem auf die drei großen Namen. Es gibt noch tausend andere Namen, die alle ganz spannend, ganz interessant sind. Aber da werde ich Ihnen Stücke peu à peu immer wieder auch mal erklären und ich werde auch ein bisschen in die Gegenwart kommen und so weiter. Mit der Zeit. Erstmal wollte ich einfach so einen Schwung machen und habe mir gesagt, vom Barock bis zur klassischen Moderne. Gut, und der letzte Komponist, mit dem ich sozusagen das, unseren Weg auch beenden werde, ist Igor Strawinsky. Und da fange ich Ihnen gleich etwas vorzuspielen an. Es ist eine sehr schöne Musik aus dem Feuervogel, aus einem Ballett. Strawinsky war der große Ballettkomponist auch. Ballett ist eine wichtige Form in der klassischen Moderne, genauso wie das 19. Jahrhundert immer vom Gesang ausgegangen ist, nicht wahr? Chopin hat seine Nocturnes versucht zu schreiben, indem er sich angeguckt hat, wie Bellini-Melodien, wie die Gesangsmelodien von Bellini aussehen. Und dann hat er sie sozusagen aufs Klavier übersetzt. So übersetzt unser guter Strawinsky ganz schön häufig Bewegungen, körperliche Bewegungen in Musik. Und das hatte natürlich aus dem Ballett, dazu werde ich Ihnen noch was sagen. Also, jetzt Ballett, der Feuervogel, die Schlussnummer aus dem Feuervogel. Erstmal nur kurz zum Einhören. Schön russisch. Ja, schön, das ist aus der Strawinskys russischen Phase, das ist seine erste Phase, die russische Phase. Strawinsky ist durchaus vergleichbar mit Picasso in der Malerei. Es ist, man kann sie die beiden ein bisschen vergleichen und genauso wie bei Picasso es verschiedene Phasen gibt, es gibt, weiß ich nicht, die rosa Phase, es gibt die kubistische Phase, es gibt alle möglichen Phasen, so gibt es auch bei Strawinsky alle möglichen Phasen. Und die erste Phase ist sozusagen seine russische Phase. Und das sind vor allem die großen Ballette da. Und ich spiele Ihnen jetzt nochmal diese gleiche Stelle und wir hören richtig lang. Und jetzt möchte ich, dass Sie sich auf eine Sache konzentrieren, dass Sie merken, dass wir hier nur eine kleine Melodie haben, eine ganz kurze russische Melodie, die immer wieder wiederholt wird. Und auf diese Wiederholung möchte ich Sie aufmerksam machen. Es ist wie eine kleine Melodiezelle, die immer wieder neu gespielt wird. Da hören wir mal hin. Das ist diese Melodiezelle. Und Wiederholung. Nochmal. Immer das Gleiche. Ein bisschen abgespaltet. Und nochmal. Abgespaltet. Immer dasselbe. Anderes, aber nur kurz. Und jetzt das Gleiche.
schön gehört, immer wieder das Gleiche, immer wieder ein Motiv, das immer wieder wiederholt wird und ein bisschen verändert wird. Nun, das kommt also aus der russischen Phase von Strawinsky und das kommt tatsächlich aus der russischen Volksmusik. Wissen Sie, es gibt in der russischen Volksmusik häufig die Vorliebe, dass man ein kleines Motiv nimmt und es wie immer wieder wiederholt und es immer wieder leicht verändert und manchmal um ein neues Motiv ergänzt. Ein schönes Beispiel, das Sie wahrscheinlich alle kennen, ist dieses Lied, ich glaube, das ist das Lied der Wolga-Schlepper oder sowas, bin ich mir nicht sicher, aber Sie kennen es alle. Ta-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da-da-da, ta-da-da-da. Da haben Sie schon gesehen, in dem Lied haben wir dreimal dasselbe Motiv und ein fremdes. Ne? Und jetzt stellen Sie sich vor, ich spinne dieses Lied 5, 6, 7 Strophen weit und werde jedes Mal ein bisschen verändern. Also, ich mache Folgendes. Ta-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Da 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 da. Da haben Sie das. Eine kleine Motiv, eine kleine Motivzelle wird immer wieder wiederholt und leicht verändert. So. Und dann, man kann es auseinanderschneiden, ein neues Motiv dazugeben und so weiter und so weiter. Was wichtig auch hier ist ein Rhythmus. Das ist ein typisch russischer Rhythmus. Und in dem russischen Rhythmus, meine Damen und Herren, haben Sie anders als in den westeuropäischen Rhythmen nicht schwere und leichte Zählzeiten. Also in den westeuropäischen klassischen Rhythmus haben Sie 1, 2, 3, 4. Die 1 ist betont und die 3 ist ein bisschen betont und die 2 und die 4 sind gar nicht betont. 1, 2, 3, 4. In russischer Volksmusik ist es so, dass jeder Schlag gleich stark betont wird. Das heißt, ich singe jetzt nochmal meine kleine Melodie und betone jeden Schlag mit. Sie kennen das übrigens, wenn Sie Russen singen hören, klatschen Sie immer jeden Schlag. Schlag, 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 Schlag. Ne? Ich mache mal. Pam, 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 pam. Ne, das haben Sie. Pam, 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 pam. Oder können Sie jetzt einiges nehmen und ein bisschen stärker schlagen? Pam, 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 pam. Das heißt, Sie haben nicht starke und schwache Schläge, sondern starke und sehr starke Schläge. Aber immer von starken Schlägen ausgehen. Und schauen Sie sich mal bei Strawinsky, immer noch russische Phase, Sacre de Printemps, pa, 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 pa. Da hören Sie sowas. Ja, da haben Sie es wieder. Das ist also alles aus der russischen Volksmusik übernommen. Ne? Er nimmt sozusagen das russische Material und baut jetzt etwas daraus. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, das hat auch etwas mit Ballett zu tun. Das ist natürlich ein Sacre de Printemps, was Sie jetzt zuletzt gehört haben. Dieses berühmte Ballett, das so sehr rhythmisch ist. Hier haben Sie diese Rhythmen. Also zu diesem Ballett ist zu sagen, Ballett. Wenn Sie das klassische Ballett nehmen, also das, was Tschaikowski zum Beispiel, Nussknack oder das romantische Ballett, ist es immer so, dass das romantische Ballett den Schwerpunkt des Körpers nach oben verlagert. So, dass Sie sozusagen, und zwar, dass Sie dann auf den Spitze stehen, dass Frauen Spitzentanz machen, Sie gehen also nach oben und man hat das Gefühl, Sie schweben. Das ist die Idee des klassischen Balletts, der Schwerpunkt wird nach oben verlagert. So, ach so, und man soll möglichst nicht die Schwerkraft der Erde spüren. Das heißt, die Leute sollen möglichst schweben. Im modernen Ballett ist es genau umgekehrt, und zwar aufgrund der Wahrnehmung der russischen Volkstänze und so weiter. Der moderne Ballett kommt ja aus Russland, Ballett Rüst zum Beispiel, das ist ganz wichtig. Und da verlagert man den Schwerpunkt nicht nach oben, sondern genau nach unten. Die Leute sollen also nicht auf der Spitze tanzen, sondern möglichst nach unten gehen und sie sollen die Schwerkraft der Erde so richtig spüren. Bam, 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 bam.
Also die Schwerkraft ist richtig stark zu spüren. Das hat man auch in afrikanischen Tänzen gefunden und so weiter. Und das ist ja sozusagen das Umgekehrte. Man nimmt die Schwerkraft des Menschen und macht sie nach unten und lässt die Schwerkraft noch viel stärker spüren. Bam, 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 bam. Ne, da haben sie so etwas. Gut, und das hören sie alles, daraus baut er. Also er baut seine Musik durchaus erstmal aus volksmusikalischen Traditionen. So ähnlich wie zum Beispiel auch Bartok arbeiten. Mit dem beschäftigen wir uns auch nicht, aber auch Bartok hat seine gesamte Modernität aus der Auseinandersetzung mit Volksmusik gewonnen. Genau wie Stravinsky. So, und ich habe jetzt gesagt, ta-da-da-da, ta-da-da-da. Kleine Motive, die sich immer wieder wiederholen. Und das versuchen wir zu hören. Ich spiele Ihnen aus einem anderen Ballett, aus Petruschka, etwas vor. Und auch da achten Sie, wie immer wieder neue Motive sich wieder, immer wieder die gleichen Motive sich wiederholen. Dann kommen mal Gegenmotive, die sich wiederholen. Und dann wieder neue Motive, die sich wiederholen. Manche Motive bestehen nur aus einem Ton und man kann manchmal wirklich klatschen. Bam, 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 bam. Ne, jeder Schlag ist ganz stark. Also Petruschka. Wiederholung. Immer dieselben Motive. Neues Motiv. Wiederholung. Wiederholung des Motivs. Neues Motiv. Immer dasselbe Motiv. Schön gehört. Bam, bam, bam. Und sie haben ta-da, da-da, 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 ta-da, 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 da-da, 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 di-di-di-di-di-di. Und so arbeitet Stravinsky. Und am Anfang arbeitet er sozusagen ganz stark mit russischer Musik. Aber Stravinsky war eins nicht. Stravinsky war sehr fasziniert von Debussy und von Ravel, von dem Impressionismus. Das fand er sehr spannend. Aber er mochte Schönberg und Webern zum Beispiel nicht, später schon. Später hat er sie ganz geschätzt. Aber am Anfang galt Stravinsky sozusagen als der Gegenpol zu Schönberg. Und wissen Sie, warum er Schönberg nicht mochte? Weil er diese unglaubliche Gefühligkeit der Musik nicht mochte. Bei Schönberg waren zu viel Emotionen, zu viel Expressionismus. Stravinsky liebte es, kühl zu sein. Er schaute sehr ästhetisch auf das Leben und auf die Musik. Er verstand sich als Komponist wie ein Schneider, wie ein Modeschneider. Wir haben hier wieder etwas, womit wir immer wieder in der Musik uns beschäftigen, mit der Stofflichkeit der Musik. Und bei Stravinsky kommen Sie gut damit klar, wenn Sie mit der Stofflichkeit kommen und sich vorstellen, Stravinsky arbeitet mit Musik, er nimmt eine Musik und wie ein Schneider seinen Stoff, nimmt eine Schere, schneidet es auseinander, näht es neu zusammen und so weiter und schneidet es wieder auseinander. Dazu passt jetzt mal eine kleine Anekdote, persönliche Anekdote. Stravinsky war wohl eine Zeit lang der Liebhaber von Coco Chanel. Sowas ist ja eigentlich egal, aber hier finde ich das wirklich passend, weil dieser Blick auf die perfekte Passform und der Blick darauf, Stoffe zu schneiden und immer klein zu schneiden und neu zu kombinieren, neu übereinander zu schieben, dieses Stofflichkeitsmäßige, das finden Sie bei Stravinsky ganz schön. Jetzt spiele ich Ihnen noch ein Stück,
aus der Geschichte der Soldaten vor, ein russischer Tänzchen mit sehr wenig Instrumenten. Und sie werden auf der einen Seite genau diese ständigen Wiederholungen eines kleinen Motivs hören. Das werden sie hören und sie werden aber noch etwas hören. Sie werden dann das Gefühl haben, dass jemand das zerschnitten und neu zusammengebaut und zerschnitten und neu zusammengebaut hat. Also die Stofflichkeit und die gewisse kühle Raffinesse. Stravinsky guckt darauf ein bisschen von außen. So. Immer keine Wiederholung. Sehr russisch. Und immer Wiederholung. Man spricht ja von Spaltklängen. Es mischt sich nicht. Sie hören sehr deutlich Kontrabass auf der einen Seite, das Pizzicato spielt, dann die Geige und dann noch ein Blasinstrument. Und sie mischen sich nicht. Es sind Stofflichkeiten, die aber übereinander geschichtet werden, wie in einem Kleidungsstück verschiedene Stoffe, die aneinander genäht werden und ihre Wirkung gegenseitig steigern. So, das haben sich ja ganz stark. Und wir haben immer noch diese russische Volksmusik. Und das Tolle ist, diese Struktur, ein kleines Motiv zu nehmen und immer wieder neu aus diesem Motiv durch Wiederholung, durch Schnitte etwas zu bauen, das übernimmt Stravinsky, auch wenn er nicht russische Musik schreibt. Er hat zum Beispiel ein Ebony-Konzert geschrieben, also ein Konzert für Amerika, für einen Klarinettisten, ich glaube für Benny Goodman sogar. Und das ist dann sehr jazzig, das ist wie Jazz. Aber er komponiert es wieder wie russische Volksmusik, kleine Motivchen, die sich immer wieder wiederholen. Ta da 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 da. Diese russische Art der Volksmelodiebildung mit diesem Bam 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 wird jetzt hier auf amerikanischen Jazz übertragen und das klingt so. Immer kleine Motive. Immer Wiederholungen. Wiederholungen. Hier merken Sie auch, was Stravinsky liebte. Stravinsky liebte die Kühle der Musik. Er ging jetzt also an den heißen Jazz. Jazz ist heiß, schmutzig und machte daraus ein kühles, fast kaltes Stück. Wie so ein perfekter Modemacher, so in der Art zwar so eine, ich sag jetzt mal, Armen, ein Mantel macht, dass sich sozusagen irgendwie so trashige Mäntel macht, aber aus diesem trashigen Mantel ihm alles Trashige rausnimmt und etwas Perfektes, Kühles macht. Das liebte Stravinsky. Und genau das ist es. Stravinsky, der Komponist der Stofflichkeiten. Er geht mit diesem Moment, das er aus der russischen Volksmusik übernimmt, und geht jetzt auf alle möglichen Musiken los und nimmt sie und macht seine eigenen Stoffe draus. Und was er sehr viel gemacht hat, er ist also sehr viel in die Vergangenheit gegangen, vor allem zu Bach, zu Mozart, zu dieser Musik, und hat sie ganz neu zerschnitten und wieder zusammengenäht und immer wieder mit den kleinen Wiederholungen, 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 wie in der russischen Volksmusik. Nochmal, worum geht es uns hier in der klassischen Moderne? Um das Neue. Wie schaffe ich das Neue? Und Stravinsky schafft das Neue, indem er eine Grammatik, eine neue Grammatik, nämlich aus der russischen Volksmusik übernimmt. Diese neue Grammatik war ja im Westen völlig unbekannt. Also er übernimmt diese russische Volksmusik-Grammatik und geht damit jetzt auf ein Stück à la Mozart.
Und dann haben wir etwas, was ganz, ganz wichtig ist, das nennt man dann Neoklassizismus. Das ist auch eine Phase von Stravinsky, sehr wichtige Phase, die neoklassizistische Phase. Und das ist genau das Gleiche, was ich Ihnen gezeigt habe. Und das klingt dann zum Beispiel so. Immer das gleiche Motiv. Alles sehr genau durchhörbar. Durchsichtig. Sie merken, Sie sind in einem super kühlen, es ist cool, es ist nicht kühl, es ist cool. Es ist eine coole Kunst, es ist eine unglaublich elegante Kunst. Kein Wunder, Stravinsky hatte unglaublich viel Erfolg in Paris. Die Pariser liebten und lieben bis heute Stravinsky. Diese kühle Eleganz, dieses totale Durchsichtige, auch dieses Stoffliche, dass sie von Stoff ausgehen. Und das ist eine Musik, die niemals schwitzt. Selbst in Sacre de Printemps ist jeder extreme Takt oder Rhythmus genau kühl kalkuliert. Und passen Sie auf, wie durchsichtig das ist. Durchsichtig das ist. Also wir sind jetzt immer noch in einem neoklassizistischen Musik. Kleine Motive. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Da muss ich manchmal vielleicht hineinhören, aber es ist wirklich eine sehr schöne, elegante, sehr sinnliche Musik auch. Nun, der späte Stravinsky hat, der immer so als der Gegner von Schönberg, Berg und Webern galt, der hat später in seinem Spätwerk durchaus zu Zwölftonmusik, zu Schönberg und Webern gefunden und hat eigene Zwölftonwerke geschrieben. Oder auch, man sagt dazu, serielle Werke. Das ist jetzt nicht so wichtig, die Begrifflichkeiten spielen keine Rolle. Aber auch hier hat ihn überhaupt nicht interessiert die Überempfindlichkeit, die man zum Beispiel bei Webern findet. Ich habe Ihnen vorhin im letzten Film ein kurzes Stück von Webern vorgespielt und da hat man das Gefühl, man ist in so einem Traum und die ganzen, sozusagen diese ganzen Traumgestalten kommen über einen. Nun, so etwas Expressionistisches wie Traum und so weiter interessiert der Stravinsky nicht. Ihn interessierten die schönen Klänge, die unglaublich elegant angeordnet werden, ganz neu, ganz kühl und geradezu, das sind polierte, glatte, edelsteinglatte Klänge. Wunderschön, aber eine Schönheit des Kristalls. Wissen Sie, wenn Sie ein schönes Kristall bewundern oder einen schönen Edelstein, da heulen Sie auch nicht sozusagen, weil Ihnen das Rührung, sondern Sie gucken, ach, ist das schön. Es ist eine glatte, perfekt polierte Schönheit. Und so etwas haben Sie bei Stravinsky. Jetzt spiele ich Ihnen, also war ein serielles Stück des späten Stravinsky. Sie werden wieder nichts verstehen, keine Motive hören, gar nichts. Aber vielleicht werden Sie diese leichte Kühle merken, diese leichte Durchsichtigkeit. Ich habe Ihnen, als ich Debussy Ihnen erklärt habe, da bin ich ja auch zu Boulez gegangen, habe Ihnen ein Stück von Boulez dazu gespielt, der hat auch diese Kühle, diese Glätte, diese Durchsichtigkeit, dieses Schimmernde und das haben Sie hier auch. Also ich spiele Ihnen jetzt zum Schluss noch so ein serielles Stück von Stravinsky. Wunder, wunderschön. Räumen aus den 50er Jahren, von 1950, 1960 gehen. Die sind häufig so mit Metall und Beton und Glas sehr klar poliert, sehr schön, ein bisschen kühl, ein bisschen glitzernde Kühle. Die Kühle des Metalls, des Stahls, des Stahlgerüsts, aber auch des Glases. Und dort laufen so sehr schöne Menschen in perfekt geschnittenen Kostümen herum und schwarzen Anzügen. Die Herren in sehr genau schwarzen Anzügen, alles unglaublich schön und stilisiert.
unglaublich schön und stilisiert ist, finde ich, ein schönes Schlusswort für unseren Gang durch die Musikgeschichte. Ich danke Ihnen.